freue mich, dass wir jetzt rechts und links zwei Spitzenkandidaten aus den vier demokratischen Parteien Niedersachsens hier haben. Diese Reihe Nordmetall vor Ort haben wir vor längerer Zeit gestartet. Es ist heute die sechste Veranstaltung und wir freuen uns auf tolle Gespräche von Wirtschaft und Politik. Wenn wir uns Deutschland angucken, wir haben die höchsten Arbeitsstundenkosten, wir haben die höchsten Stromkosten, wir haben die höchsten Kraftstoffkosten und, wo Sie gucken, haben wir hausgemachte Probleme, die uns als Unternehmer einfach behindern, im Weltmarkt mitzumischen. Wir haben 90% Rückgang beim Zubau von Windenergie deutschlandweit. Und das hat eben mit Peter Altmaier auch seinen Namen gehabt, weil er immer gesagt hat, das billige Gas wird schon da sein. Man hat nicht auf Atomkraft gesetzt, das stimmt, sondern da war ja der Ausstieg, aber man hat immer gesagt, die Fossilen kommen. Und deshalb diese ganzen Verlängerungsdebatten und dann nochmal Brennstäbe kaufen. Ich fürchte halt, wir schaffen es wieder nicht, auf die billigste Energie zu setzen, das sind nämlich die erneuerbaren Energien. Lieber Herr Mayer, Sie sprechen von Verlässlichkeit. Ich würde an der Stelle tatsächlich von Ideologie sprechen. Mir ist klar, dass die Grünen die Ausstiegsidee der AKW zu ihrem Gründungsmythos gehört. Aber in einer Zeit, in der wir wirklich jede Kilowattstunde Energie, jede Kilowattstunde Strom brauchen, muss man sich von Ideologie frei machen. Und zur Wahrheit gehört, dass egal wie man es in Prozenten rechnen will, die drei Atomkraftwerke in Deutschland zurzeit 10 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Die fehlen uns ab dem 1. Januar. Und es ist durch den Stresstest bewiesen, dass wir im Norden kein Versorgungsproblem haben. Und ich bin erstaunt, wie sozusagen die Unternehmen das darstellen und das belegen können. Hier die Kolleginnen und Kollegen es immer besser wissen. Das ist ja auch nicht schlimm. Weiß manches auch besser, was ich vielleicht gar nicht weiß. Sondern die andere Frage, die gestellt wurde. Der Redispatch muss gesichert sein. Den können wir nicht sichern aus dem Norden heraus. Die Netze müssen intelligenter genutzt werden. Das heißt, wir werden sie im Winter höher fahren, sodass die Belastung höher ist, damit wir mehr Strom von dem, was da ist, in den Süden transportieren können. Und das wäre eine Botschaft. Wir schalten die Windkraftanlagen nachts aus Lärmgründen nicht ab, sondern wir lassen sie laufen. Das bringt auch noch mal eine Menge Energie. Das sind die Antworten, die wir geben müssen. Das ist das Entscheidende. Der Preis muss runter. Und eigentlich muss diese Idee einer Abschöpfung von Zufallsgewinn dann möglichst bald der Vergangenheit angehören, weil der Preis so niedrig ist, dass die gar nicht mehr da sind. Das muss das Ziel sein, weil wir sonst, das wissen wir aus vielen Erfahrungen, wenn einmal Umverteilungsmechanismen etabliert sind, wie schwer es fällt, davon wieder wegzugehen. Und wie viele Begehrlichkeiten dann da sind. Es sind Milliarden, die da umverteilt werden. Und das ist, da ist unsere Haltung klar. Wir wollen keine neuen Umverteilungsmechanismen, sondern wir müssen das Wirtschaften und Leben günstiger machen. Und das heißt konkret Entlastung. Wir brauchen Entlastung für die Unternehmen. Wenn ich mit unseren Mittelständlern spreche, denen steht der Schweiß auf der Stirn. Also sie wissen nicht, wie sie die Energiepreise bezahlen. Und Herr Lies, Sie haben es gesagt, nicht jeder versteht immer die Debatte in Gänze. Und ich glaube, da fehlt auch in manchen Bereichen auch die Kommunikation, dass wir den Unternehmen genau erklären können, was wir machen. Weil wir machen seit 8 Wochen jede Woche einen Energiedialog. In der Regel sind 30 bis 40 Unternehmer dabei und fragen, wir verstehen schon gar nicht mehr, was in Berlin und in Hannover erklärt wird, beziehungsweise was da für Debatten geführt werden. Wir wollen einfache Lösungen und wir brauchen Planungssicherheit.